Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Story, wollte ich jetzt schon sagen. einer weiteren Folge Maple Story zusammen mit dem Peewee. Hi. Und wir sind etwas confused, weil ich andere Quests habe als er, aber wir werden es schon irgendwie gedeichselt kriegen. Deswegen spreche ich jetzt mal diese Arwen an mit der Mattenglühbirne. Ja, und sag mir auch mal, wie das Quest heißt, was sie dir gibt. Arwen und Etinia. Mhm. Dann nimm das Level einfach. Level 15. Ah, okay, ja. Ich habe nämlich eins mit Level 25 hier. Komisch. Huch! Jetzt bin ich kurz geflogen. Moment. Also, da bin ich wieder, nachdem ich erfolgreich geflogen bin. Yay! Bin ich hier wieder reingeflogen mit Arwen und Elinia, oder wie man die ausspricht. So. Ja. A few days ago on my way back to Etinia. Wie spricht man denn das aus? Ich weiß es nicht. Elinia. Elinia. Okay, wir einigen uns jetzt einfach auf Elinia. I got ambushed by a monster, which made me run for my life. Ever since then, even if I wanted to venture outside Elinia, just the thought of that monster waiting for me scares me to death. Can you please take care of those monsters? Thank you so much. Once you take care of those monsters, then and only then, I will feel safe to walk out of Elinia. Ah, du musst, glaube ich, 100 Slimes kaputt machen. Ah, das hast du schon gemacht? Mhm. Okay. Aber ich mache einfach mit. Now, on your way back to Elinia, please eliminate 100 Slimes. Then myself or others like me won't feel threatened to go out of Elinia for a little while. While. So. Okay, let's go. Das heißt wieder dorthin, wo wir eben waren. Okay, ich bin erstmal erfolgreich runtergefallen. In die andere Richtung. Okay. Wir haben doch jetzt schon ein paar gemacht, oder? Ja, die zählen bestimmt aber jetzt nicht. Zählen die für dich, die ich töte? Töt eins? Nee. Scheiße. Ist ja echt bitter. Ich glaub's jedenfalls nicht. Frag mich in ein paar Sekunden nochmal, wenn die Anzeige so farbig ist, dass ich es besser lesen kann. Ich sitze zu weit weg. Aber wobei, ich bin, glaube ich, jetzt schon im Zweistelligen. Das habe ich im Leben nicht alleine hingekriegt. Du siehst es auch eigentlich in der Mitte. Da müsste, wenn du eins tötest, auftauchen. Ja, dann. Ah, ja, du hast recht. Töte mal. Ja, zählt mit. Zählt mit. Töte so viel, wie du töten kannst. Ah, dann wird das jetzt ziemlich schnell gehen. Ups, ich bin ins Falsche. Okay, du tötest einfach weiter, auch wenn ich gar nicht da bin. Das ist schon okay so. Ich weiß aber nicht, ob das zählt. Das ist die Frage. Ich bin da eben auch auf den rein. Bist da auch runter mit den Bäumen hoch und dann auch weiter und dumm. Wir solltest wieder unten kämpfen und ich kämpfe oben. Dann geht's noch schneller. Hol mir die Monster hoch, ich hol sie dir runter. Holst du mir runter, ja. Ich hol sie dir runter, ja. Ich hol dir ein Monster runter. Alles klar. Tack, tack, tack. Shoot, shoot, shoot. Das ist immer doch schon viel schneller. Hier ist gerade irgendwie nicht so viel los. Bei mir auch nicht. Monster, wo seid ihr? Kommt zu uns. Wir wollen euch nur ein bisschen töten. Es ist eh witzlos, dass wir 100 davon töten, damit sie keine Angst mehr hat, weil danach sind ja wieder 100 da. Ja, das ist in dem Spiel. Bist hier nie sicher. Wir haben jedenfalls schon dafür gesorgt, dass es weniger sind, oder irgendwie sind keine mehr da. Ja. Sag mal Bescheid, wenn du so einen Slime findest. Also so ein, weißt du, so ein. Das hat dann tatsächlich so ein Gesicht und auch so gelbe Augen und so. So ein Omok-Piece. Außerdem, also, es müsste eigentlich auch ein Omok-Table geben. Das war was ich irgendwie. Ah, gut, super. Das war was ich irgendwie nie gespielt habe, als ich damals Maple Story gespielt habe. Dieses Omok-Spiel. Ich habe damals den Table gehabt, was ich schon mal ziemlich cool fand.
Den habe ich immer noch nicht gefunden, jetzt, seitdem wir wieder spielen. Und ich hatte auch, ich hatte, von den Schweinen findet man irgendwie ganz viele, komischerweise. Und ich hatte noch so ein paar von diesen Slimes. Und ich glaube sogar einen Oktopus, den findet man bei den Dieben in der Stadt der Diebe da um die Stadt herum. Und ich habe es aber nie gespielt, dieses Spiel. Hm. Ich habe auch dieses Spiel mit den Monsterkarten noch nie gespielt. Ich weiß nicht, ob das das gleiche Spiel ist, aber ja, naja. Okay, also ich glaub, vielleicht schaffen wir das mal. Ich gebe jetzt schon mal ab. Ja. So. Thank you so much. You managed to eliminate 100 slimes. I can tell, even from looking here, that green mushrooms are nowhere to be found. Green mushrooms? Das habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Was hat denn das jetzt mit den Slimes zu tun? Keine Ahnung. So. Na gut, okay, okay. Und wenn wir jetzt hier runtergehen. I'll give you an item that's only available for fairies like us. It's a special item, so please use it wisely. Again, thank you very much for your hard work. So, was habe ich jetzt gekriegt? Weiß ich nicht. Hm. Hast du jetzt bei ihr hier ein Quest? Nee. Hä? Ach, das ist echt merkwürdig. Was hast du denn noch gemacht? Das weiß ich nicht. Soll ich diesen Recommended Quest annehmen, der auch hier irgendwo sein soll? Hast du den hier schon angenommen bei Hersha? Moment. Der ist richtig bescheuert, den machen wir sowieso nicht. Wir können es ja mal kurz zeigen, aber der ist echt richtig blöd. Was ist das denn blöd? Wo bist du denn? Hier. Hier. Ich jump hier rum. Höher. Ich muss hoch. Ich sehe dich aber gar nicht. Ja, du musst trotzdem hoch. Ich habe dich gerade gesehen. Wieso sehe ich dich? Wo bist du? Nee, also ich habe mich gebeamt, da gab es so einen Pinger. Ah, okay. Ups. Nee, den habe ich noch nicht angenommen von ihr. Ich war ja hier auch noch gar nicht von ihm. Kann auch Hersha. Er sein. Weiß ich nicht. Die Augen? Ich... Liest du ihn? Okay. Sind wir uns sicher, dass es ein Typ ist? Nein, aber du darfst auch mal wieder lesen. Also, why are you trying to talk to me? Are you... You one of the black wings? Get away from me. Forest of Endurance. The pink whatever. Hm. Ah, it's you. You're a spy from the black wings, aren't you? No? Perhaps I can trust you. There is a huge conspiracy going on, right here in Elinia. It's up to us to save everyone. Can you help me? Not spy? So good. Hey, do you know Shane? No? I think something's going on in his forest. Get me one of his herbs. First get me a pink anthurium. It looks like this thing. Yes, I'll explain to you about the herb you'll be getting for me. Remember, there are similar herbs around, so make sure you know this. The herb you'll need to get is pink anthurium, and the flower looks like this. Look carefully, and please get to this, and please get the same one as I described for you. Okay, jetzt müssen wir nämlich mit dem hier reden. Hier. Mr. Shane? Warte, also alt funktioniert auch nicht mehr. Hast du das wieder irgendwo anders hingesetzt? Das kann sein. Ja, aber wie springst du denn? Mit Space. Ah, okay, da musst du unten und Space drücken. Ah, okay. So, Shane. Also, ja. So, you want my herbs, do you? What kind of farmer would just let people trample over his family land? But I could use the money. I need at least 2900 mesos to feel good about this. Wollen wir das kurz mal machen? Ja. Ich weiß nicht, ob wir da zusammen reingehen. Ich glaube es eigentlich eher nicht, aber ich kann dich auch wieder rauslotsen. Wir probieren es mal. Also, yes. Ich glaube, wir sind da jetzt einzeln. Doch, wir sind zusammen. Echt? Ja. Ah. Okay, also, und was wir hier machen müssen, ist, wir müssen hier lang springen. Das ist so ein Bullshit, ich schwör. Ich hab das schon so oft probiert. Du schwörst. Das ist richtig, richtig schwierig. Ich schwör, Alter. Das habe ich doch schon mal machen dürfen bei diesem blöden Pets-Scheiße. Ja, nur das hier ist noch viel anspruchsvoller. Weil weißt du, wie hoch das hier geht? Das ist so übel. Ja, ich scheitere gerade immer schon am zweiten, aber...
Also, du weißt, was ich meine. Und ganz da oben gibt's dann was, oder wie? Ja, das weiß ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht gekommen. Gibt's da nicht irgendwie einen Trick oder sowas? Nee. Vor allen Dingen, ich glaube, dass auch deine ganze Sprungkraft hier außer Gefecht gesetzt ist in dem Ding. Ja, ich habe auch das keine Special-Fähigkeiten. Ich kann nicht schneller laufen. Ja. Das ist so unfair. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Dieb bist oder so und gute Sprungkraft hast, bringt das hier gar nichts. Oh, ist das ätzend. Ich falle ja die ganze Zeit runter. Ich bin auch gerade runtergefallen. Das ist so schwierig. Aber du warst schon sehr weit. Du warst auch weit. Ja, ich habe das auch schon geschafft. Das ist ja gerade mal Stage 1. Es gibt dann noch Stage 2 und was weiß ich. Ich bin bisher nur zu Stage 2 gekommen. Aber Stage 2, da sieht es dann nicht so aus, wie es hier aussieht. Wie springt man denn da oben weiter? Ja, da musst, glaube ich, links erst lang gehen. Du musst auch hier links lang, hier links lang, ach so, hier links lang. Ach so. Ja, ja, ja. Weil es gibt da einen Special-Trick. Ja, da oben ging es nämlich nicht weiter bei mir. Das ist doch voll unfair. Dann läuft man den ganzen Weg und dann geht es gar nicht weiter. Ja, man muss erstmal herausfinden, wie man am besten läuft, ja. Oh, ist das ätzend. Ja. Aber es ist mir also nicht so was anderes als Monster killen. Also Stage 1 habe ich schon mal geschafft. Ich rede gerade zu viel, deswegen kann ich mich nicht konzentrieren. Aber Stage 2 ist dann so bescheuert, weil da gibt's dann noch so Pfeilspitzen und so, die aus dem Boden rausgeschossen kommen. Und es gibt Affen, die mit Bananenschalen schon um sich schmeißen und so. Und das ist so schwierig. Und vor allen Dingen, manche von diesen Spikes, die machen dir nur einen Schadenspunkt. Das ist ja nicht so schlimm. Da kannst du ja ein paar Mal dran geben, bis du kaputt gehst und kannst auch ein paar Tränke nehmen. Das kann man zumindest in diesem Wald. Nein! Aber, aber es gibt auch welche, die machen dir 300 Schaden oder so. Du bist ja fast tot. Deswegen, ich weiß überhaupt nicht, wo dieses Ding ist, was man für den suchen muss und wie weit es überhaupt geht. Und ich will auch gar nicht wissen, was bei Stage 3 und so kommt. Also es kommt ja nur Stage 2. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die habe ich noch nicht geschafft. Noch nicht mal ansatzweise. Da scheitere ich schon. Danke, vielleicht, wenn einer von uns beiden das schafft? Ich glaub's nicht. Muss ich mal gucken. Ah, du schaffst es jetzt einfach und ich zieh dann nach. Oder so. Scheiße, jetzt bin ich runtergefallen. Oh, das ist so schwierig. Aber hier kann man dieses Human Cushion kann man ganz leicht bekommen. Weißt du, diesen einen Erfolg. Sehr gut. Dass man wenigstens, dass man nicht mal mehr schnell dann wieder zum Anfang laufen kann, das nervt auch. Ja. Also Leute, es kann sein, dass ich euch da was wegkürze, wenn wir das jetzt noch 3 Stunden machen. Vielleicht, ja, das wäre dann. Ich erwähne es schon mal, bevor man mir böse ist, aber. Ach nee, ich bin schon wieder runtergefallen. Ich sehe dich auf der Minikarte. So, sweet. Oh Mann, wenigstens sehen wir uns hier mal. So, du bist jetzt schon richtig. Muss ich jetzt hier ab der Mitte rechts wahrscheinlich, oder? Du musst dann wieder rechts. Nein! Och. Und verliebt bin ich auch noch dabei, toll. Ah, okay, in was denn? In mich? Ja. Was wollte ich jetzt gerade noch? Nee, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich rede. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich lache. Ich kann nicht mehr. Also, du musst mal. Wir hätten mal ganz am Arsch können. Okay, Moment, ich muss mich mal kurz konzentrieren. Konzentriere auf zu lachen, weil wenn du lachen musst, muss ich mitlachen. Okay, also pass auf, wir hätten mal am Anfang gucken müssen, wie weit unser Progress bei Human Cushion schon ist. Weil je öfter du hier fällst, desto besser bist du natürlich. Und wenn du 100-mal fällst und dir wehtust, dann bekommst du ja diesen Award 100, also Human Cushion. Und das ist dann auch wieder so ein Abzeichen, so wie wir dieses Beginner Adventurer hier gerade noch haben. Nein! Weißt du? Ja. Ich bin schon wieder voll weit oben. Was jetzt ist denn mit dem Louis? Wieder. Kann der einem nicht irgendwie helfen? Der kann einen hier nur rausbringen, wenn man keinen Bock mehr hat. Nein, ich bin runter. Oh nö. Du warst doch schon so weit. Ja, ich habe jetzt 17 von 100. Also Human Cushion. Was heißt denn Cushion? Ja, ich kann. Cushion ist Kissen. Ach Gott. Nice. Menschliches Kissen. Ja, es ist gar nicht so schwer, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, wie es funktioniert. Ich drücke ja eigentlich nur nach links und drücke immer mal Alt, wenn ich springen muss, weißt du? Ja, so in etwa ist es bei mir auch.
Und dann, manchmal klappt es dann aber doch nicht. Besonders, wenn man halt mal wieder die Richtung ändern muss. Ja, mit so ein bisschen Gewöhnung hat man schon raus, ab welchem Punkt man dann halt auch springen muss, ne? Da falle ich schon wieder. Vor allen Dingen, wenn du zu weit fällst, du kannst ja zwischendrin mal auf so einem anderen Ding landen, aber da kannst du dir dann auch, weil du zu weit gefallen bist, wehtun. Und dann fällst du weiter runter. Und weiter und weiter und dann bist du wieder am Anfang. Hui, 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 hui. Du hast definitiv schon mehr raus als ich. Fick dich doch, ehrlich mal. Ja, wie gesagt, ich drück die ganze Zeit nur nach links oder rechts Ich habe und halte 12 es von gedrückt. 300, von 100. Von 300, bei dir dauert es ein bisschen länger. Oh, nö. Ah, oh, cool, ich habe mich gerettet. Oh, Aber ich ging's. bin. Ja, manchmal geht's, wenn man nicht zu weit fällt und zwischendrin irgendwo landet, dann passt das natürlich. Aber wenn man zu weit fällt und sich wehtut, während man auf so einem Ding landet, dann kriegt man Schaden. Also dann fällt man weiter. Schon gar Sehe nicht dich mehr. schon Ich gar nicht wollte gerade mehr. sagen, ich sehe dich auch schon nicht mehr. Ach Mist. Ich komme aber noch nicht. Ich könnte es schaffen. Ich bin bei den Affen. Nein! Ich bin wieder unten. Gibt es da wenigstens so einen Checkpoint, wenn man zu den Affen kommt? Nee, Dass also man nicht mehr ja, ganz runterfallen kann? ich komme jetzt in die nächste Welt. Ah, okay. Ich kann ja mal gucken, ob du mitkommst. Ich glaube es aber eher nicht. Ich will auch mitkommen. Also ja, ich bin jetzt in Stage 2. Nee. So kann man leider nicht abkürzen. Und wie gesagt, die Stage 2, da verzweifle ich echt dran. Also das ist so schwierig. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob wir Man das wird auch jetzt so aufgeregt, wenn man plötzlich weiterkommt, als man vorher war. hier. Ja. Das nervt einen dann direkt. Weit. Ich war viel weiter als alle Male davor. Was auch nicht weit bedeutet, aber weiter. Ja, ich habe gerade mal 300 Schaden bekommen von so einem Ding. Nutz halt ab und an mal den Relaxer, du hast Zeit. Ich dauere noch einen Moment, bis ich bei dir bin überhaupt. Oh, ich habe schon wieder 300 Schaden bekommen. Also ich will zumindest Stage 2 sehen. Ich will das mit den Affen sehen. Ja, die kriegst du bei Stage 1 geboten. Aber ganz oben. Oh Wenn du Gott. da sein solltest, dann sag mal Bescheid, weil dann. Also du musst dann aufpassen, wie sie die Bananenschalen werfen. Wie viele Reihen gibt's denn da? Du kannst die Karte ja vergrößern, indem du auf den grünen Knopf drückst, Ich will den gar nicht zweiten. gucken. Ich habe mich gerade dagegen Ja. entschieden. Das frustriert mich dann nur. Ah, aber ich sehe hier gerade a pile of flowers. Also in der zweiten gibt es wahrscheinlich schon das, was wir suchen. Dann sammel mir eins mit. Muss ich Ja. nicht mehr kommen. Ach nee, das geht ja Vielleicht. meist oft nicht. Nö. Ah, wobei, vielleicht bei denen, vielleicht geht es sogar, ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall, das ist so schwierig. Vor allen Dingen, irgendwann siehst du gar nicht mehr, wo diese Spieße rauskommen. Die kommen dann halt einfach, wenn du gerade drüber läufst. Dann denkst du dir auch, danke. Ich bin auch gerade schon wieder runtergefallen. Ich Oh komme Mann, hier ist irgendwie das. gar nicht mehr weit. Ich rede jetzt, sag jetzt nichts mehr, bis ich oben bin. Gott. Ist doch total unlogisch. Was wachsen denn da Bäume da mitten in der Luft? Vor allen Dingen, das ist nicht das Einzige, wo es sowas gibt. Ich habe nämlich in der Stadt mit den Dieben, habe ich das auch schon mal gemacht. Sowas Ähnliches, nur noch ein bisschen beschissener. Man kann es gar nicht glauben, dass es noch was Beschissenes gibt. Aber ja, es gibt's. Oh, du hast mich abgelenkt. Sorry. Ich versuche dich nicht mehr abzulenken. Ah, ah, oh, nee. Oh Mann. Nein. Och, och, och. Das Piwi. ist so Fresse. ärgerlich. Gut. Sag nichts mehr. Ich
Ich zuck immer zusammen, wenn du, schreist. Okay. Nein! Nein! Die war so gut. Ich war schon bei der nächsten Abzweigung. Ui. Da war ich noch nie. Da war ich noch nie. Ich wollte dich gerade fragen, wo ich da dann lang muss, ob ich dann auch wieder links muss. Ja, das war... Aber weißt du, wie lange ich beim ersten Mal hier dran gesessen habe, ey? Wie lang? Weiß ich nicht. Lang. Aber man kriegt da ein bisschen Übung. Das schon, ja. Und deswegen würde ich gerne speichern, dass man das erste geschafft hat und dann gleich beim zweiten weitermachen kann, weißt du? Aber das geht irgendwie nicht. Hast du wenigstens jetzt schon mal eine Pflanze erreicht? Ja, nee, weil ich hänge hier direkt am Anfang. Der Anfang ist schon so schwer und es wird nicht leichter da oben. Ich komme gerade mal so, vielleicht ein Viertel von der Karte kriege ich hin. Und dann falle ich schon wieder irgendwie blöd runter. Weil es ist ganz einfach, finde ich, auf der Karte, wo du bist, wenn man es mal raus hat, wann man Sprungtrick drücken muss. Und dann drückst du halt die ganze Zeit nach rechts und springst halt ab und zu mal. Aber hier musst du ja permanent gucken, wie kommen gerade die Spieße raus und wann muss ich springen. Und dann wartest du noch manchmal 10 Minuten, bis überhaupt irgendwas passiert, dass die gerade so laufen, wie du es gerne hättest. Das ist so schwer. Hm. Und da fällst du blöd runter, weil du dumm gesprungen bist. Oh, ich muss, glaube ich, mal mein Ding ausziehen. Weil meine Tastatur nicht richtig reagiert. Vielleicht hilft dir das ja auch, wenn du dieses Beginner-Button-Ding mal rausnimmst. Weil dann siehst du ja nur noch deinen Namen. Ja, nee, das ist jetzt nicht so. Ja, bei mir, mich stört es. Weil ich sehe nämlich dann manchmal nicht, wann ich springen muss. Mich stört diese blöde Option-List, die ist nämlich mitten im Weg. So. Das kannst du ja wegziehen. Ja, die habe ich jetzt gerade mal weggezogen. Das wollte ich dir sowieso mal sagen, dass du das mal immer wegziehst, wenn wir legen, weil am Anfang ist das ja immer da. Also jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Das. Eigentlich ist es ganz gut, dass es diese Sonderfähigkeiten hier nicht gibt. Der Oktopus-Ding hätte mir das wahrscheinlich jetzt schon 100-mal vermasselt. Oh ja. Also nicht, dass ich es ohne hinkriegen würde, aber mit würde ich es wahrscheinlich noch weniger hinkriegen. Komm, jetzt spring! Boah, hat's geschafft. Und jetzt springe ich wahrscheinlich gleich wieder falsch. So wie ich gerade. Oh, nee. Warum kriegt er das denn da dann nicht hin? Oh, das eine macht er und jetzt bin ich wieder ganz unten. Ach, hervorragend. Bei dem einen kriege ich es hin, bei dem anderen kriege ich es nicht hin. Das ist so furchtbar. Deswegen heißt er ja auch Forest of Endurance, ne? Endurance heißt ja Durchhaltevermögen. Das habe ich nicht. Also hier nicht auf jeden Fall. Ich werde da heute Nacht von träumen. Ja, es wurmt mich dann auch so, dass ich es nicht schaffe, weißt du? Ja, man will es dann aber trotzdem weitermachen. Das ist. Ja. Das geht mir jetzt gerade genauso. Hätten wir doch damit nie angefangen. Ja, deswegen, ich habe ja gesagt, das ist furchtbar. Wir werden auch wieder bis zum nächsten Mal vergessen, was wir eigentlich machen wollten. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, das mit den Feen mal herausfinden. Aber das ging ja eh nicht, also können wir auch noch ein bisschen hier rumhüpfen. Hüpf, hüpf, hüpf. Und Human Cushion können wir trainieren. Wobei, ich krieg's gar nicht im Moment, weil ich gar nicht so hoch komme, dass ich das bekommen könnte. Also, dass ich Schaden bekommen könnte. Also, ich habe jetzt schon 22. Okay, ich habe 20. Also ich glaube aber auch, durch diese Funktastatur manchmal springt die einfach nicht. Ich glaube, es ist nicht nur mein Fehler. Man will das dann schaffen und man kriegt es irgendwie einfach nicht gebacken und dann schmeißen die damit ihr Bananen und du kriegst einfach einen Koller. Ich will auch dorthin kommen, wo Bananen geschmissen werden. Ich bin ja noch nicht mal da. Ich würde es dir ja jetzt machen, wenn wir im selben Raum spielen würden. Ich würde es nicht zulassen, dass das... Oh, wie das jetzt wieder klingt. Ich würde es nicht zulassen, dass du es mir machst. Alter, dann könntest du das nicht machen. Alter, aber ich will es doch selber schaffen. Ich will es mir selber machen. Mach es mir selber. Siehst du, wir müssen jetzt ein bisschen schweigen und ein bisschen konzentrieren. Ja, ich glaube es auch. Oh! Oh, du Penner! Du verdammter Penner! Ich werde das mit Schweigen und Konzentrieren, das machst du gut.
Ja, das war gerade so unfair. Ich hab's geschafft. Dann bin ich ein Stückchen weiter, aber noch zurückgegangen und dann hatte ich 300 Schaden bekommen. Oh nein. Ich hab selber auch nur noch 470 Lebenspunkte gerade. Also wenn ich hochkomme, muss ich erstmal in den Relaxer, sonst sterbe ich direkt. Ab so in den Relaxer. So ein Päuschen dann, wenn man die Stage 2 erreicht. Lumi, Lumi, Lumi. Du machst mich nervös. Okay. Also wir machen jetzt nochmal volle Konzentration. Nein, nein. Doch. Nein! Oh, fick dich! Ach, und jetzt bin ich auf der falschen Lane gelandet. Das ist so toll. Jetzt kann ich gerade wieder runterlaufen. Das ist echt am bittersten, wenn man wieder runterlaufen muss. Also, ich habe noch nicht mal ein Drittel geschafft. Ja, und ich fange jetzt hier langsam an zu schwitzen vor Anstrengung. Wahrscheinlich falle ich wieder gleich runter. Das geht aber auch echt schon fast körperlich an die Substanz, wenn man einfach permanent das Gleiche macht, oder? Ja. Und jetzt bin ich wieder an so einer Stelle, da gucke ich die Dinger 10 Minuten an und weiß trotzdem nicht, wann ich am besten springe. Egal, wo ich da stehe, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Das muss mit einem Mal gehen. So ist man definitiv schneller. Fuck! Jetzt bin ich im blöden Luis auf den Kopf gehüpft. Ich muss jetzt zwischendurch immer wieder heilen, weil... Oh, ihr Götter, ich hab's geschafft. Ja? Wow. Ja. Aber jetzt kommt die Stelle, die noch schlimmer ist. Ja, weil das Problem ist, du siehst nicht, wo die Spikes sind. Mhm. Wie soll das funktionieren? Du springst jetzt mal auf gut Glück rein und wirst auf jeden Fall getroffen und fällst dann runter. Ist doch kacke. Ich weiß auch nicht, ob die unsichtbar sind oder so. Ja, es war ja klar. Ich bin fast ganz unten. Toll. Okay. Ah, da. Jetzt muss ich hier lang. Und das ist dann... Nein! Das ist dann so ärgerlich, wenn du nicht speichern kannst, weil dann kannst du gleich wieder von vorne anfangen. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich war so weit. Ich war schon wieder weiter, als ich es jemals geschafft habe.